Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Beginner Tutorial. In dieser Folge geht es um Automation. Was das ist und wie man das benutzt und wo man das findet, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe ja mal eine Kleinigkeit vorbereitet und in dieser Folge geht es um Automationen. Automationen sind im Prinzip nichts anderes, als dass man gezielt Parameter zum Beispiel von seinem VST, von seinem Instrument oder von den Effekten gezielt steuern kann, was man hier zum Beispiel so von Hand drehen kann, dass man das quasi fest mit dem Song verankern kann, sodass an einer bestimmten Stelle immer ein bestimmter Parameter verändert wird. Das so ganz in grob. Im Prinzip eine ganz einfache Sache, ist halt dann auch nur wieder ein bisschen Schreibarbeit. So, ich habe hier zum Beispiel jetzt so ein Instrument. Hier auf meiner Spur, hier unten habe ich die Device-Chain mit dem Instrument an sich und dann hinten noch so ein paar Effekte oder Effektgeräte. Und hier habe ich meine MIDI-Noten. So, und jetzt möchte ich zum Beispiel. Oder nehmen wir das hier. Das ist so ein String. Und wenn ich den spielen lasse, hört sich das so an. Zum Beispiel. Und ich möchte während der spielt zum Beispiel hier diesen Filter aufmachen, sodass das Lied vielleicht einfach so anfängt. Und dann ziehe ich langsam den Filter auf. So dass ich vielleicht am Ende der ersten 8 Takte den Filter erst komplett offen habe. So. Automation gibt es bei den Spuren genau hier. Das heißt, auf dieses Hamburger-Menü klicke ich hier und dann geht die Automation auf. Und dann habe ich hier schon mal eine zusätzliche Linie, eine zusätzliche Zeile, wo ich die Automation einfügen kann oder einzeichnen kann. So, bei Bitwig ist das jetzt besonders schön, weil wenn ich jetzt hier auf irgendeinen Knopf drücke, sieht man hier, wie sich automatisch diese Automation bzw. der Regler da einstellt. Also egal, was ich hier anklicke, steht dann hier zum Beispiel Polysynth, der Frequenzknopf oder die Resonanz oder der Out-Knopf oder hier von dem Tool, das Volume steht immer schön da, Tool und Volume. So, ich will hier diesen Knopf hier haben und jetzt kann ich entweder hier draufklicken, dann habe ich den hier, oder ich kann zum Beispiel einen Rechtsklick da drauf machen, sagen Add Automation Lane. Und wenn ich das mache, wird eine Automation Lane hinzugefügt. Die sehe ich jetzt hier nicht. Wenn ich hier wieder draufklicke, ist die jetzt da. Damit ich die sehe, gibt es jetzt hier diesen Knopf, dieses Sternchen. Und dieses Sternchen, wenn ich das anklicke, dann sehe ich alle Automationslinien, die ich angelegt habe. Dadurch, dass ich jetzt hier einen Rechtsklick gemacht habe und löschen wollen wir sie nicht, könnten wir auch Add Automation Lane hier angewählt habe, wird das mir hier angezeigt. So, und wenn ich das wieder zumache und klicke auf diesen Knopf, sehe ich auch hier an dem X zum Beispiel, dass hier eine Automation Lane angelegt worden ist. Ich kann jetzt hier auch nochmal auf das Plus klicken und dann sehe ich das hier auch. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke und auf das Plus klicke, dann sehe ich hier jetzt die Filterresonanz ebenfalls. Wegkriege ich so eine Automation dann immer wieder mit so einem X zum Beispiel. Und wenn ich hier dieses Sternchen anklicke, dann wird mir das angezeigt. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten, mir Automationen anzeigen zu lassen. Wenn ich das jetzt wegklicke, gehen diese ganzen Lanes jetzt wieder weg. Ich füge jetzt einfach mal so ein paar Automation Lanes hinzu, damit man jetzt gerade den Unterschied sieht. Also in der Standardansicht klicke ich hier irgendwo drauf und habe dann hier einfach eine zusätzliche Zeile, die kann ich dann hier bemalen. Wenn ich hier auf das Sternchen drücke, kriege ich alle Zeilen angezeigt, die ich hinzugefügt habe oder wo ich irgendwie was eingezeichnet habe. So, wenn ich hier dieses Sternchen anklicke, zum Beispiel diesen ALG Decay und wieder alle wegmache, dann kriege ich die hier immer angezeigt, wenn ich hier die Automation aufgeklappt habe. Egal, ob ich mir alle anzeige oder nicht, das ist ein bisschen wie so ein Anpinnen, was ich hier machen kann. Das heißt,
habe ich hier jetzt irgendwie 10, 20 Automationen und sage hier, Filterfrequency baue ich auch immer, da muss ich mal gucken, vielleicht anpassen und so weiter, dann wähle ich das aus wie so eine Favorit im Endeffekt, so ein angepinnter Favorit, und dann sehe ich den immer quasi in so einer Favoritenansicht. So, jetzt kann ich zum Beispiel noch was machen. Und zwar, ich mache jetzt hier mal alle auf und mit dem X lösche ich sie alle wieder weg. Das heißt, auch wenn ich hier was eingezeichnet hätte, ist das mit dem X wieder weg. Dann mache ich hier wieder zu. So, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar, wenn ich jetzt so einen Knopf hier anklicke und sage, das will ich jetzt bearbeiten und ich möchte sicher gehen, auch wenn ich zwischendurch mal einen anderen Knopf anklicke, dass hier nicht plötzlich eine andere Automation zu sehen ist, sondern ich klicke jetzt hier die Frequenz an und pinne die Frequenz hier jetzt fest. Jetzt ist egal, welchen Knopf ich hier anklicke, das bleibt immer die gleiche Frequenz. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn man sich dann wundert, okay, ich gehe auch hier rein, ich kann ja auch zum Beispiel meinen Modulationsknopf hier raussuchen, über den Polysynth und dann ganz tief hier einsteigen, sondern nehmen wir den Pitch, sehe ich hier immer noch angepinnt, hier auf dieser ersten Zeile ist immer noch meine Polysynth-Frequenz. So, auch wenn ich hier All mache, der Pitch wird mir nicht angezeigt. Erst wenn ich das wieder wegpinne, könnte ich jetzt hier wieder über dieses Auswahlmenü gehen und mir Pitch auswählen und dann kriege ich hier auch wieder den Polysynth Pitch angezeigt. Das ist wichtig zu wissen. Also wir haben mehrere Ebenen. Wir können einerseits direkt hier irgendwo draufklicken und kriegen dann den Knopf hier angezeigt und können dann hier reinmalen. Ich kann ja mal reinmalen, damit man mal was sieht. So, ich habe den angeklickt und der Filter steht hier so circa auf 15 Uhr, nicht ganz. Das heißt, ich gehe hier mit der Maus hoch und an einer bestimmten Stelle ändert sich der Mauszeiger. Und das ist auch die Stelle, wo der Filter gerade eingestellt ist. Ich mache das normalerweise, wenn ich diese Stellung behalten will, mache ich mir hier vorne einmal einen Klick und einmal da hinten einen Klick. Dann habe ich diese Werte quasi abgespeichert und kann jetzt zwischendrin nochmal einen Klick machen, Punkt setzen, den runterziehen zum Beispiel oder hier hochziehen und halt hier einfach Firlefanz treiben. So, also das ist der eine Modus. Ich klicke hier irgendwo drauf und dann kriege ich hier die entsprechende Lane angezeigt. Ich kann aber auch einen Rechtsklick machen, hier Add Automation Lane. Und wenn ich mir dann alle Lanes anzeigen lasse, wo was ist, dann sehe ich, dass hier zum Beispiel noch die Filter Resonance angelegt worden ist. Und hier kann ich das genauso wieder machen. Gehe mit der Maus hoch und runter, bis ich die Linie habe. Das ist aber mein Ding und es kommt auch immer darauf an, was ihr da gerade machen wollt. Setzt mir halt dann immer am Ende und am Anfang und am Ende so einen Punkt. Und dann kann man hier zum Beispiel die Filter Resonance verändern, hoch und runter schieben. So. Das war jetzt Add Automation Lane. Dann kann ich natürlich die hier favorisieren, wenn ich zum Beispiel nur die Resonance vielleicht nicht, aber die Filter Frequency, sodass ich die immer angezeigt kriege. Die Automation ist auch immer eingeteilt, ihr habt das schon gesehen, oder aufgeteilt. Man sieht immer die aktuell ausgewählte Linie hier oben oder die aktuell ausgewählte Automation oder Parameter oder Regler, den man hier angeklickt, sieht man in der allerersten Linie. Das heißt, hätte man jetzt hier 20, 30 Automationen, kann man immer den anklicken und kann dann direkt hier oben editieren, ohne dass man jetzt in dieser ganzen Liste durchgehen muss. So. Und dann gibt es eben noch den, wenn ich hier jetzt auf die Filter Frequency gehe, kann ich mir die hier anpinnen. Dann habe ich die Filter Frequency immer hier oben drin. Sollte man wissen. Und ich kann natürlich hier entsprechend einen Regler auswählen, den ich verändern möchte, entweder von dem Polysynth oder von den entsprechenden Devices, die ich dahinter gepackt habe. Und das geht analog zum Beispiel auch. Ich mache jetzt gerade mal eine neue Spur auf. Analog geht das natürlich auch mit externen VSTs. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Search nehme, so, dann könnte ich, mache den hier mal zu und den Search mal hier runter, damit es sichtbarer ist oder in gelb. So, wenn ich den hier aufklicke und jetzt hier zum Beispiel Makro anklicke oder sonst was, sehe ich das hier drin oder ich klicke zum Beispiel hier was an und dann seht ihr, hier wird gleich der entsprechende
Fader Level 2, Level 1 oder hier Pitch oder Filter EG wird hier herangenommen und ich kann den, wenn ich das hier aufklicke, beziehungsweise das brauche ich gar nicht aufklicken, wenn ich mir jetzt den hier aussuchen würde, kann ich mir hier dann gleich eine Filterkurve einmalen, dann wähle ich mir einen anderen aus, dann fügt er den automatisch hinzu, weil ich hier irgendetwas geändert habe. Und dann suche ich mir den Level hier und mal dann hier rum. Und dann suche ich mir das Feedback-Device aus, dann macht ihr wieder eine neue Zeile rein. Hier ist der Level und dann male ich hier rum. So, zum Beispiel. Und wenn ich den Search jetzt einfach mal zumache, dann habe ich hier meine Automation Lanes. So. Man kann hier natürlich auch bei diesen Automation Lanes, genauso wie bei allen anderen Linien, die man irgendwie einzeichnet, kann man hier jetzt natürlich nicht nur gerade Linien einzeichnen, sondern mit der gedrückten Alt-Taste kann man hier jetzt auch noch so Bögen reinmalen, sodass man zum Beispiel sowas in der Art malen kann. Das heißt, ich halte die Alt-Taste gedrückt, gehe über die Linie und drücke dann die Maus und verändere dann einfach die Linie. Mit der, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hätte hier, mal so, und ich drücke die Steuerung-Taste, kann ich so einen ganzen Bereich runterziehen, mit der Maus runter und hochziehen. So, zum Beispiel. Natürlich kann ich das auch, da guckt ihr euch am besten noch das Video mit den Mäusen und den Tools an, das verlinke ich hier auch noch. Natürlich kann ich auch zum Beispiel Modulation hier markieren, einen Bereich auswählen und duplizieren oder den Bereich fassen, rüberschieben, Steuerung-Taste gedrückt halten, fallen lassen, dann mache ich hier eine Kopie. Oder ich markiere das so und ziehe das einfach rüber ohne die Steuerung-Taste und verschiebe einfach diesen Bereich. Aber das ist Teil des Videos mit den Mäusen und was ich damit alles machen kann. So, machen wir den Search mal wieder weg und machen das mal hier im Arranger. So, und jetzt, was ich ja gesagt habe, ich möchte von meinen Strings, die im Moment so klingen, möchte ich, dass die langsam loslegen. Und jetzt habe ich hier schon ein paar Modulationen drin, die nehme ich alle jetzt mal raus. Das Schöne ist auch, und das seht ihr gleich, ich drehe den jetzt einfach mal hier runter, sage hier Automation Lane, dann habe ich hier den automatisch drin und der steht hier auch in der ersten Zeile, das heißt, ich kann entweder hier malen oder hier malen. So, der ist jetzt ganz unten, jetzt gehe ich mit meiner Maus auf die 1 klicken, dann habe ich die wieder. Die fängt hier bei 10 Hertz an und bei dem Ende des ersten Taktes möchte ich den, so ist er ganz hoch, möchte ich nicht, so circa auf 6, 7 Kilohertz. So, und jetzt, wenn ich die Automation eingezeichnet habe, dann sieht man auf dem Regler diesen blauen Punkt. Der bedeutet, dieser Regler ist automatisiert. Wenn ich das jetzt hier abspiele, das ist viel zu leise, das heißt, ich habe diese Automation, kommt mir persönlich ein bisschen zu leise rein. Machen wir die mal weiter hoch. So circa vielleicht. So laut, darf ruhig ein bisschen leiser. Und jetzt habe ich natürlich diesen linearen Verlauf, der Regler dreht sich. Das möchte ich zum Beispiel nicht, dann drücke ich die Alt-Taste und mache da noch so ein bisschen so eine Kurve rein, damit es so ein bisschen länger so im Dumpfen bleibt und dann so mit einem Mal so Schwung nimmt. Leise nur so im Hintergrund, vielleicht ein bisschen zu. Vielleicht ein bisschen zu viel Kurve, vielleicht eher so. So, und hier ist er dann wieder voll da. So, das heißt, ich habe jetzt hier eine Automation gemacht und das kann ich jetzt mit dem ganzen Stück einfach durchgehend machen, dass ich zum Beispiel, hier habe ich einen
mache das hier mal zu. Hier habe ich einen E-Hat und das E-Hat klingt so. Da ist noch so ein kleines Delay dabei. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel so ein bisschen rumspielen und sagen, okay, ich will hier immer so ein Hin und Her haben. Das heißt, ich sage hier einfach Add to Automation Lane, dann habe ich die schon hier drin und suche mir dann das hier aus und mache mir jetzt einfach mal hier nochmal einen Punkt und mache das jetzt mal ganz einfach. Das würde mir zum Beispiel gefallen. Dann wähle ich mir diesen Bereich aus und dupliziere den einfach komplett durch. Steuerung D. Und jetzt habe ich die komplette Automation und hier ist wieder dieser Punkt, dass dieser Regler automatisiert wird. Eine kleine Sache ist, wenn man jetzt sowas automatisiert und an einem Regler rumdreht, dann wird dieser blaue Regler hier grün und hier oben erscheint auch so ein grüner Pfeil. Das bedeutet, Automationen hier irgendwo sind ausgesetzt und alles, was diesen grünen Punkt hat, das sind ausgesetzte Automationen. Mein Plastik-Polysynth-String, der wird immer noch automatisiert. Das sieht man auch hier. So, wenn ich den jetzt verändere, ist der auch ausgesetzt. Die zwei sind ausgesetzt. Will ich die wieder laufen haben, drücke ich hier auf den grünen Pfeil und alle Automationen sind wieder aktiv. Zum Beispiel. So. Und eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig. Ich habe hier noch so einen Piano. Wenn wir schon von Automation reden. Der ganze Track klingt so. So. Und ich will jetzt zum Beispiel auch, dass dieses Piano leise reinkommt. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ich mache hier eine Automation auf, klicke hier auf den Lautstärkeregler und automatisiere diese Lautstärke. Ganz, ganz wichtig, macht das nicht. Weil wenn ihr diese Lautstärke automatisiert, dann passiert Folgendes, wie eben auch. Ich male jetzt hier einfach mal was rein. Oder mache es einfach von leise auf laut. So, wenn ich das jetzt mache, wird dieser Lautstärkeregler zwar toll automatisiert und das Klavier kommt langsam rein, nur ich kann diesen Lautstärkeregler nicht mehr verwenden. Das heißt, ist mir das Klavier zu laut oder zu leise, muss ich die komplette Automation ändern. Deshalb geht man normalerweise hin und sagt, wenn ich eine Automation an der Lautstärke mache, dann nehme ich mir ein Tool-Device rein. So, und das Tool-Device am besten ganz am Ende. Ich habe das jetzt hier mitten reingemacht, weil ich vorhin noch was mit dem Reverb ausprobiert habe. Aber dann geht man hin und sagt, okay, ich nehme hier das Volume. Das drehe ich jetzt zum Beispiel runter. Dann habe ich hier das Tool und fange hier mit dem Volume an und ziehe das zum Beispiel auch hoch auf. Eigentlich wollte ich das auf 0 haben, das macht aber nichts. Wenn ich auf den Punkt klicke, kann ich im Inspektor drüben hier Steuerung Klick eine 0 eintragen und mein Punkt ist auf 0. Das heißt, jetzt wird die Lautstärke hier automatisiert und ich kann immer noch hier lauter und leiser machen. Da spart man sich eine Menge Ärger, wenn man das immer sofort mit dem Tool-Device macht. So. Was haben wir jetzt noch? Wir haben in der Auswahl von den Automation Lanes haben wir noch Add MIDI Lane als zusätzliches Device. Und das Add MIDI Lane ist nichts anderes, als wenn ihr einen Hardware-Synthesizer angeschlossen habt über MIDI, dann könnt ihr über einen bestimmten MIDI-Kanal von 1 bis 16 hier, könnt ihr einen einstellen, wo Bitwig auf einen bestimmten Kanal hört und dann kann man zum Beispiel sagen, er soll auf das Pitchband hören. Mal MIDI-Kanal, doch machen wir mal 2. So, Pitchband. Pitchband ist meistens so dieses Rädchen nebendran am Synthesizer, wo man dann die Tonhöhe des
einstellen kann. Dann Channel Pressure ist Aftertouch, wenn euer Keyboard oder MIDI-Controller das hat. Das heißt, wenn man eine Taste drückt und dann nochmal nachdrückt und der reagiert drauf, dass man dann zum Beispiel Klangfarbe verändern kann, also das Timbre, dass der dann übersteuert oder leiser oder lauter oder was auch immer, was man da macht oder Echos, Delays oder sowas reinmachen kann. Und dann gibt es noch die Control Changes. Und die Control Changes sind MIDI-Standard, wenn ich das jetzt hier klicke. Da gibt es ja so ein paar vordefinierte Geschichten und dann gibt es noch freie Programm-Changes, die sind dann meistens in dem Handbuch von eurem Synthesizer aufgeschrieben, was die einzelnen Sachen sind. Oder ihr könnt es natürlich dann auch nochmal versuchen rauszukriegen, welcher Kanal das im Endeffekt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen Control-Change Attack Time zum Beispiel reinnehme und OK drücke, habe ich hier eine zusätzliche Lane, also eine zusätzliche Zeile mit der Automation, und wenn ich hier was einzeichne, dann reagiert euer Synthesizer auch darauf, wenn ihr natürlich die richtige MIDI-Einstellung im Synthesizer habt und auch natürlich die richtige Programm-Change ausgewählt habt. Das heißt, ihr könnt einerseits, wenn ihr aufnehmt, könnt ihr die Automation aufnehmen, dann wird die hier gespeichert und beim Abspielen wird die wieder zurück an den MIDI-Controller übertragen und der macht genau das, was ihr machen wollt. Apropos aufnehmen. Aufnehmen macht ihr hier oben über diesen Knopf im Arranger. Das heißt, wenn ihr den drückt, dann werden Automationen, also wenn ihr an irgendwelchen Knöpfen rumdreht oder sowas macht, dann wird das hier aufgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei den Plastic Strings hier irgendwie an den Knöpfen rumdrehe, ich weiß es nicht, ob mein Synthesizer, jetzt habe ich, achso, ich muss hier noch, so, Overdub ist an. Ah, mein Synthesizer, der macht wieder eigene Geschichten. Deshalb nehme ich jetzt lieber den hier und suche mir jetzt, was ist denn Schönes aus? Ich nehme einfach mal die Lautstärke. Von dem. Ne, ich bin ja im falschen Device hier gerade, merke ich. So. Bin irgendwo gerade in einem falschen Device drin. Eigentlich dachte ich, bin ich hier bei Plastic Strings. Doch, bin ich eigentlich. Aber ich sehe nicht, dass sich hier was bewegt. Das finde ich komisch. Und von den Anzeigen hier habe ich das Gefühl, dass ich im Reverb drin bin und nicht im Plastic String. Polysynth. Das ist ganz merkwürdig. Ah, hier bewegt sich was. Da ist egal, ob das jetzt irgendwie toll klingt oder nicht. So, das heißt, ich mache hier Record Automation an. Den hier können wir ja mal. Also der ist automatisch an und sag Record. Das habe ich gerade gedreht. Und jetzt nimmt er natürlich auch die Automation auf, was ich hier drehe. So. Steuerung Z. Mache ich alles wieder weg. Oder ich hätte jetzt einfach auch diese Linie löschen können. So, das ist alles im Arranger. Und das gleiche geht natürlich auch hier in dem Clip Launcher. Wenn ich jetzt hier auf so einen Clip drauf gehe und dann im unteren Bereich gibt es hier neben dem Editor Panel, also dem Ding, was ich hier unten einstellen kann, gibt es auch die Automation Lane. Und die sieht so ein bisschen ähnlich aus. Ich kann auch, wenn mir das alles zu klein ist und ich nicht ständig hier hoch und runter schieben möchte, kann ich auch gleich hier auf die Edit-Ansicht gehen. Entschuldigung, kann ich nicht. Doch, hier genau. Da gehe ich hier unten auf die Edit-Ansicht, auf die Piano-Roll und habe dann hier auch wieder meine Automation.
Hier sehe ich jetzt nur einen Teil der Automationen. Das heißt, wenn ich hier wieder auf den Arranger zurückgehe, ich kann hier auch wechseln zwischen Arranger und Edit mit Shift-Tab. Dann geht das so hin und her. Und ich würde zum Beispiel sagen, okay, was habe ich hier? Ich habe hier Tool, Volume und so weiter. Und ich klicke hier mal um. Und ich möchte hier das MIDI-Pressure nehmen wir hier nochmal weg. Mit dem X. Ihr seht schon, hier habe ich auch, genau, das ist ja die gleiche, genau die gleiche Aufteilung mit der Automation. Ich will ständig Animation sagen. Und kann jetzt hier in den Automationen sagen, okay, ich will hier jetzt das Tool Volume haben, nicht Mixer Volume, sondern das Tool Volume. Und kann jetzt hier auch anfangen einzuzeichnen. Ja, machen wir hier mal das Volume hier. Und gehen dann einfach mal ein bisschen hoch und runter und hoch und runter. Und dann sieht man hier natürlich schon, wie der das einzeichnet. So. Und das gleiche kann ich ja dann auch nochmal machen. Ich gehe mal zurück in die Device-Geschichte mit D und klicke jetzt einfach irgendwas noch an, hier den Sync. So, dann habe ich hier den Sync, sage hier auch Add Automation Lane, dann habe ich die hier automatisch. Gehe dann hier rüber, drücke dann wieder Shift-Tab, zum Beispiel für die große Ansicht, oder ich gehe hier einfach runter in die Automation, hier unten, und kann dann den Sync hier verändern. Der fängt hier unten an, und dann kann ich jetzt hier hin und hier hin und ups, hier hin drehen und wieder zurück zum Beispiel. Wenn ich das jetzt hier abspiele, habe ich die ganze Automation in meinem Clip Launcher. Also das gleiche im Clip Launcher, nur halt ist diese Automationslinie muss hier unten editiert werden, statt hier in dem Arranger in der waagerechten. So, jetzt gibt es hier unten noch ein paar weitere Optionen. Und zwar standardmäßig ist diese Option hier aktiviert, wo unten in der Statusleiste nur Toggle, Click Toggle steht. Das ist die absolute Position des Reglers, den ich hier eingeben kann. Dann gibt es hier noch eine zusätzliche Option, mit der kann ich eine relative Position des Reglers eintragen. Nämlich, ich kann sagen, okay, standardmäßig sieht die absolute Position so aus. Und ich will jetzt hier, das ist ein Plus, kann jetzt sagen, okay, zur absoluten pack mir ein bisschen was weg. Hier gehst du wieder auf normal circa. Da gehst du ein bisschen hoch. Da gehst du wieder ganz runter. Hier wieder ein bisschen hoch. Ups. Hier ein bisschen runter. Und hier wieder ein bisschen hoch. So, wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, sehe ich hier die absolute Kurve und hier sehe ich dann die Verschiebung mit der zusätzlichen Kurve. Das heißt, ich kann hier unterschiedliche Kurven einzeichnen. Der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte ist, ich baue hier eine absolute Kurve und die kann ich dann hin und her kopieren und ich will dann zum Beispiel leichte Variationen von dieser Kurve haben. Und kann jetzt einfach sagen, okay, ich möchte jetzt hier diese Veränderung haben zusätzlich zu meiner normalen Kurve, kann aber immer den originalen Clip verwenden. Und dann gibt es hier noch das Malzeichen. Und im Handbuch steht, dass es multiplikativ ist, aber im Endeffekt ist das nichts anderes als wie so ein Value-Drehregler, der sagt, wie stark dieses Signal überhaupt benutzt werden soll. Weil der fängt hier von 100% an. Also das kann, man könnte vielleicht sagen, mit mal Prozent nehmen, dass man sagt, mal 100% ist halt so, wie du es einstellst, so klingt's. Und wenn ich das jetzt hier nach hinten, sagen wir einfach mal, komplett runterziehe, dann werden sämtliche Automationen, die ich an dem gesamten Clip hier mache oder im Arranger mache, werden dann quasi komplett zurück zu Null gefahren und da ändert sich dann einfach nichts mehr. Das heißt, wenn ich mir das jetzt hier angucke und mache jetzt vielleicht noch mal so einen Clip hoch, seht ihr gleich, auch wenn der hier oben ist, der geht hier runter, weil ich den Wert ganz hinten auf quasi Null gestellt habe.
Also den Amount ziehe ich den jetzt nochmal ein bisschen hier rein. Dann sehe ich an der Gesamtkurve, ist egal, ob ich den komplett hier aufreiße, die Automation bleibt hier dann unten. Wenn ich das Ganze hier jetzt abspiele, vielleicht die Tool Volume weg. Und das Tool ist, glaube ich, ein bisschen weit runtergedreht, ja. Da ist jetzt noch ein roter Punkt, weil ich drücke A und dann bin ich wieder hier drin. Weil ich hier irgendwo noch was eingezeichnet hatte. So. So, das heißt, ich habe diese drei Optionen am Start. Also einmal der absolute Wert, den ich hier einzeichne. Dann einen Plus-Minus-Wert, den ich quasi einzeichnen kann, wo ich sage, ja, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger zum Beispiel. Und dann habe ich noch den Amount, wo ich sagen kann, wie stark diese Automation einfach wirken soll. Zu 100% oder zu 0% oder irgendwas dazwischen. So, jetzt gibt es hier unten drunter noch mehr Option. Das eine ist hier der Loop-Schalter, der hier aktiviert ist. Das heißt, ich habe hier oben einen Loop-Balken und der ist für die Automation da. Beziehungsweise auch für den Clip an sich. Na? Da kann ich den Bereich auswählen, was mit der Automation passiert. In einer der nächsten Versionen, das hier funktioniert nämlich noch nicht mit diesem Free, kann man zum Beispiel sagen, dass der, ich mach den jetzt hier mal wieder so lang, dass der die Automation zum Beispiel, das wäre dann eben der Schalter mit dem Free, wo ich sagen kann Start, Stopp, dass die Automation nur innerhalb von diesem Bereich abgefahren wird. Das heißt, der Clip wird komplett abgefahren, also die ganzen Noten werden gespielt, aber nur die Automation, die hier einerseits in dem Loop drin ist, kann ich sagen, die Automation wird erst ab hier abgefahren. Das heißt, egal was ich hier eingestellt habe, hier vorne, die Automation wird erst ab hier wahrgenommen. Wie gesagt, funktioniert im Moment noch nicht, kommt aber. So. Was haben wir jetzt noch an Automationen? Also, ich glaube, wir haben auch schon alles mit den Automationen. Nochmal so zusammenfassend. Automationen sind in einer Spur in diesem Hamburger Menü. Ich klappe jetzt hier mal die Clips kurz ein. An dem Arranger, wenn ich das aufklappe, kommen mehrere Zeilen dazu und ich kann die horizontal editieren. Ich habe hier diesen All-Schalter, womit ich alle Automationen mir anzeigen lassen kann, die in irgendeiner Weise verändert, editiert worden sind. Ich kann mir hier Favoriten anklicken, die mir immer angezeigt werden, egal ob ich diesen All-Schalter hier anhabe. Ich kann hier Automationen wegklicken, löschen. Ich kann mit dem Plus hier, ich kann hier mit dem Auswahlmenü, kann ich mir direkt die Automationen, die verschiedenen Regler auswählen, wenn ich das möchte. Ich kann mir hier eine zusätzliche MIDI-Lane, also für externe Geräte oder wenn ihr so eine Audioverkabelung innerhalb des Rechners habt, wo ihr virtuell auf andere Instrumente zugreift, die ihr nicht direkt in die DAW integrieren könnt, könnt ihr das auch natürlich über MIDI machen. Also alles, was über MIDI ist, könnt ihr hier hinzufügen. Und ihr könnt natürlich dann direkt auf den Knopf oder auf den Regler klicken, egal ob das jetzt ein Bitwig-Device ist oder ein externes VST. Dann wird das hier angezeigt und ihr könnt hier auch Add Automation Lane machen und dann wird da zusätzlich eine Automation Lane, also eine zusätzliche Zeile hier reingetan. Ihr könnt hier die aktuelle Automation oder den aktuellen Regler könnt ihr hier anpinnen, sodass diese erste Zeile immer dieser Regler ist.
Da muss man halt dann drauf achten, wenn man was anderes auswählt und hat hier nicht auf All gestellt und auch vielleicht keine Favoriten, dass man die anderen dann einfach in der Zeit nicht angezeigt bekommt. Aber somit stellt ihr halt einfach sicher, wenn ihr jetzt gerade nur an diesem Sync 1 arbeitet, dass das auch nicht zufälligerweise wechselt und ihr wild durch die verschiedenen Regler durchautomatisiert und es erst nach einer Weile merkt. So. Und dasselbe oder was Ähnliches nochmal in den Clips. Nur habe ich in den Clips, da kann ich das hier auch, nehmen wir den hier wieder, kann ich das hier auch wieder aufklippen. So, nur in den Clips bearbeite ich die Automation nicht hier wie in der horizontalen, sondern ich gehe hier runter auf die Automation und bearbeite die Automation hier. Ich kann auch hier auf den Edit-Knopf gehen und dann habe ich hier die ganze Seite für die Noten und habe hier unten dann auch nochmal den Knopf für die Automation und kann das da bearbeiten. Gehen wir wieder zurück auf den Arranger. Dann gibt es hier noch diese Möglichkeiten mit dem Automation Type. Das heißt, ich habe einmal die absolute Automation, die ich hier einzeichnen kann. Dann kann ich hier einen Plus-Minus für die absolute Automation anzeichnen. Und ich kann dann hier noch den Amount, also den, wie stark diese Automation überhaupt abgefahren werden soll, ob zu 100% oder zu 0%, also gar nicht, kann ich hier nochmal selber automatisieren. So, das ist das ganze Thema um die Automation. Ich hoffe, ihr habt da einen guten Überblick gekriegt und automatisiert fröhlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und das ganze Dingsi drumherum. Kommentiert das Video und wie gesagt, mich interessiert immer, was ihr macht. Schreibt mir drunter, wenn ihr Fragen zu dem Video habt oder zu anderen Themen, Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein, lasst es mich wissen. Vielleicht habe ich da ja schon ein Tutorial, könnt ihr ja auch gucken. Oder wenn ich es weiß oder rausfinden kann, mache ich ein Tutorial für euch oder ihr macht ein Tutorial und sagt es mir. Dann können wir das auch hier verlinken. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.